Die beiden koreanischen Staaten haben sich bei ihren ersten Gesprächen seit mehr als 2 Jahren offenbar angenähert. Nordkorea kündigt nun an, eine hochrangige Delegation mit staatlichen Vertretern und Sportlern zu den Olympischen Winterspielen im Februar in Südkorea zu schicken. Mit einem Händedruck machen die Delegationsleiter beider Staaten schon zu Beginn ihre Bereitschaft zur Annäherung demonstrativ deutlich und sind optimistisch über den positiven Ausgang der Gespräche. Wir kamen heute mit einer aufrichtigen Haltung zu diesem Treffen und dem Gedanken, unseren Brüdern, die große Hoffnungen für diesen Dialog haben, ein wertvolles Geschenk zum neuen Jahr zu machen. Aber auch ihre südlichen Nachbarn hoffen auf einen positiven Ausgang der Verhandlungen. Unsere Gespräche werden fortgesetzt, nachdem die nord- und südkoreanischen Beziehungen lange Zeit getrennt wurden. Aber ich glaube, der erste Schritt ist die Hälfte der Reise. Ich werde dieses Treffen mit Hartnäckigkeit und Ausdauer führen. Jetzt gilt es, die Spannungen der letzten Monate aus dem Weg zu räumen. Grund dafür sind die Raketen- und Atomtests der Nordkoreaner. So überziehen sich Machthaber Kim Jong-un und US-Präsident Donald Trump mit Drohungen. Die USA sind die Schutzmacht Südkoreas und haben dort 28.500 Soldaten stationiert. Nordkorea droht in der Vergangenheit immer wieder damit, Südkorea, Japan und die USA zu zerstören.